Beschluss, der besagt, dass es hier auf dem Augsburger Platz drei Zelte gibt, keine vier. Da haben wir uns mal vor zwei Jahren drüber abgestimmt und haben das auch im Stadtrat dementsprechend beschlossen. Es gibt drei Zelte auf dem Platz, die sind vorgesehen und zwar auch je nachdem, aber eigentlich an den Standorten, so wie sie heute hier aufgebaut sind. Und nachdem, so wie es ich jetzt vernommen habe, die Standort eines Besitzer wechselt, werden wir in eine Ausschreibung gehen für diesen Platz, für diesen Standort, für das dritte Zelt. Die Ausschreibung, wir werden uns nachher gar nicht noch unterhalten, der Werner Kaufmann und ich, wie wir die Ausschreibung gestalten, welche ekleriale Beteiligung wir vornehmen, das müssen wir noch kurz abklären, wie wir das machen, sodass das transparent und sauber läuft und dass wir natürlich, ich sage mal, im Laufe der nächsten drei Monate, so wird es wahrscheinlich sein müssen, brauchen wir ein Ergebnis, weil, wissen wir auch, gell? Nach dem Klare Vorblatt, wir sehen uns Anfang April 2018 hier dann zum Osterblatt wieder und bis dahin wird hier ein neues Zelt auf dem Blatt stehen. Soweit hier dann der aktuelle Sachstand. Nochmal herzlichen Dank für die Zusammenarbeit bisher der Familie Diebold, aber ihr seid ja nicht außen vor. Es gibt ja immer wieder noch andere Möglichkeiten und Gelegenheiten, ich denke mal an den Christkindlesmarkt, wo man sich ja auch sieht und auch sonst auf anderen Festen. So.